Moin und willkommen zu World of Warcraft. Patch 10.0 ist jetzt schon seit, glaube ich, knapp eine Woche jetzt live. Also wenn dieses Video kommt, ist es ungefähr eine Woche live. Und es ist das, gibt ein neues Standard-Interface. Ich habe jetzt so ein bisschen angepasst, habe jetzt ein bisschen gebastelt zwischendurch. Und so sieht mein Interface jetzt derzeit aus. Hier ist das Spielerfenster, das Zielfenster, zum Beispiel jetzt hier der Wolf. Ja, und das ist das Fokusziel. Und das Ziel des Ziels ist quasi, wenn ich den Wolf nachher angreife, dann hat er mich als Ziel. Das ist quasi das Ziel des Ziels. Das Interface ist sehr benutzerfreundlich, würde ich jetzt sagen. Man hat da sehr viele Möglichkeiten, sich dann Interface so anzupassen, wie man das ganz gerne haben möchte. Es gibt leider auch ein paar Punkte, die ich kritisiere. Das ist aber natürlich auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Das muss natürlich dann jeder selber wissen, ob man das Ganze haben möchte oder nicht. Wir gehen mal alles durch. Ziel und Fenster. Ja, das ist quasi das hier. Das ist das Ziel und Fokussieren. Das ist quasi, wenn ich jetzt jemanden hier als Fokus setze, zum Beispiel ihn hier. Den möchte ich jetzt hier als Fokus setzen. Ja, kann ich jetzt in dem Fall nicht machen, weil ich jetzt im Bearbeitungsmodus bin. Fokus setzen taucht er hier zum Beispiel dann auf. Das heißt, ich habe diesen hier quasi als Fokus und dann leuchtet der rot in dem Fall. Das ist quasi das Fokusziel. Brauche ich persönlich eigentlich nur, wenn ich im Raid bin, für den Tank, für meinen Tankpartner oder Tankpartnerin in dem Fall, mache ich das als Fokusfenster und dann sehe ich, wann dieser Debuff dann halt kommt. Also sollte es normalerweise angezeigt werden. So war es immer zumindest bei FUI. Ob es im Standardinterface ist, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Gruppenrahmen ist quasi das hier. Das ist unsere Fünfergruppe. Ja, unsere Instanzgruppe. Das ist diese Gruppe hier. Man kann das Ganze ein wenig größer machen. Ich kann mir einen Hintergrund anzeigen lassen, wenn man das möchte. Aber ich kann auch so sagen, hier, komm, wir machen auf 100%. Ich möchte aber das Ganze wie einen Schlachtzug haben. Beziehungsweise es sieht dann etwas kompakter aus. Man kann auch den Raster und Einrasten hier reinmachen. Raster ist quasi das wie diesen Kacheln. Und ich kann jetzt den Rasterabstand einstellen. Wie möchte ich das haben? Wie punktgenau möchte ich mein Interface einstellen? Ja, das ist natürlich für die Profis unter euch, die gesagt haben, nee, ich muss das so ein bisschen hier, das muss hier in diesem Winkel muss das hier sein, so, ne? So muss das dann halt passen. So könnte man das zum Beispiel dann einstellen. Ansonsten könnt ihr euch dann einstellen, Gruppe, Rolle oder Alphabet, je nachdem, wie das Ganze sortiert werden soll. Ihr könnt aber sagen, pass mal auf, ich möchte das horizontale Layout haben. Das würde dann so aussehen. Ja, man kann dann auch sagen, eine normale Gruppe kann ich dann allerdings nicht als horizontal oder vertikal einstellen. Ich habe das immer als feste Einstellung dann drin, deswegen ich kann nur den Schlachtzug dann einstellen. Man kann dann auch den Rahmen wieder drum machen, das würde dann etwa so aussehen. Ja, das wäre dann quasi die Gruppe in dem Fall. Ich schließe das Ganze einmal. Nein, wir klicken einmal auf Verlassen. Der Bearbeitungsmodus zum Schlachtzugsfenster. Könnt ihr euch hinpacken, wo ihr hinpacken wollt. Das ist für euch dann zum Anpassen. Auch hier haben wir sehr viele Möglichkeiten, das zu kombinieren. Vertikal, horizontal, muss man dann schauen, was einem besser gefällt. Das ist jetzt ein 10er Raid vom 20er. Ich pack die einmal hier oben hin, damit man es einmal besser sieht. Und dann natürlich auch 40er. Wann geht ihr immer 40er Raiden? Beim World Boss. Ja, dann kann man auch schon mal eine 40er Gruppe aufmachen. Aber ansonsten braucht man das Ganze nicht. Das Ganze könnt ihr euch dann auch dementsprechend einstellen. Das ist jetzt horizontal. Das wäre vertikal. Also hier muss ich sagen, da wäre das Horizontale, glaube ich, doch etwas besser. Ja, weil das dann ein bisschen schöner aussieht. Dann könnt ihr das auch hier kombinieren. Ja, das sieht dann einmal so aus. Oder halt einmal so. Da fehlt mir jetzt allerdings die Gruppenanzeige. Das ist natürlich jetzt auch dementsprechend doof. So, dann gehen wir einmal da raus. So, was haben wir denn sonst noch so am Bearbeitungsmodus? Wir können die Tastleisten können wir reinmachen. Die können wir uns dann auch mit Zahlen, Buchstaben und sowas alles einstellen. Das zeige ich euch auch gleich. Dann haben wir einmal das Bossfenster. Das ist jetzt quasi etwas größer. Standardgemäß sieht das dann so aus. Ich packe mal einmal kurz das Quest-Item mit Questverfolgung hier rüber. Das sieht dann etwa so aus. Ist mir persönlich zu klein. Also ich mag es schon, dass ich das so ein bisschen mehr im Blick habe. Und hier sehe ich, das ist der Boss. Das ist dieser Zauberbalken. Ja, ist der Zauberbalken grau, könnt ihr diesen Zauber nicht unterbrechen. Das zeige ich euch gleich bei dem Ostwolf, der hier rumläuft. Und dann wisst ihr, okay, das ist ein gelber Balken, dann kann ich das unterbrechen. Und bei grau kann ich es halt nicht unterbrechen. Questfenster kann man sich auch hinpacken, wo man möchte. Wenn ich hier sage, ich mache das jetzt hier oben hin, kann man auch machen. Aber ich habe das meistens immer hier direkt drunter. Unter dem Bossen, beziehungsweise wenn ich jetzt in einem Bossfight bin, schaltet sich das Interface automatisch aus. Beziehungsweise es blendet sich dann dementsprechend aus. Hier haben wir nochmal das HUD-Tool, das ist quasi, wenn ich jetzt ein Ziel habe, also mit der Maus drüber gehe, wird mir dann angezeigt, was für einen Gegner wir haben. Ansonsten, Zauberbalken ist jetzt quasi hier drunter, man kann den Zauberbalken auch bei dem Spielercharakter wegmachen, das heißt, ich möchte den Zauberbalken hier haben, in der Mitte. Kann man natürlich auch machen, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber bei einem Hexenmeister zum Beispiel, wenn wir einen Begleiter dabei haben, kommt erst der Begleiter und dann euer Zauberbalken. Das zeige ich euch gleich, wenn wir hier fertig sind. Ansonsten, Zusatzfähigkeiten ist quasi einmal das hier. Ja, wir verlassen das einmal. Zusatzfähigkeiten ist quasi das hier, diese Fähigkeit. Bei manchen Quests habt ihr solche Buttons, die ihr drücken müsst. Das ist quasi diese Zusatzfähigkeit. Ja, das heißt, der taucht dann nur dann auf, wenn wir den wirklich brauchen. Ansonsten ist der ausgeblendet. Besitzbalken, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ich habe es nicht herausgefunden. Ich weiß nicht, was es ist. Genauso wie die Kampfleiste. Was das sein soll, weiß ich jetzt auch nicht.
habe ich auch noch nicht rausgefunden. Wird irgendeinen Grund haben, warum das automatisch drin ist. Deswegen habe ich es jetzt erstmal drin gelassen. Sprechender Kopf ist quasi hier. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr irgendwo Questen geht, Worldquests macht oder halt auch Instanzen lauft, dann texten euch die Leute zu. Ich habe da ein Addon drin, dass das Ganze quasi stumm schaltet, beziehungsweise ich bekomme es dann halt nicht mit. Deswegen brauche ich das Ganze auch nicht. Arena-Fenster wäre auch hier bei dem Boss-Fenster. Dann hätten wir hier einmal das Arena-Fenster. Auch hier kann man das Ganze sich einmal einstellen. Ja, riesengroß oder ein bisschen kleiner. Ich muss sagen, ich bin kein PvP-Spieler. Ich bin eher so der PvE-Spieler und bin eher so der, gechillte Typ. So ein bisschen, ne? So ein bisschen Questen gehen, ein paar Inis machen, so. Zwischendurch mal LFR laufen. Oder halt, wenn ich dann auch wirklich mal die Zeit haben sollte, auch mal einen Raid mitmachen. Das wäre nämlich so grob das ganze Interface. Wir verlassen das Ganze einmal. Kommen wir zu den nächsten Optionen. Wir gehen ja einmal auf die Steuerung. Da muss ich einmal kurz gucken, bin ich jetzt hier richtig? Nein, bin ich hier nicht. Das ist dann alles uninteressant. Interface. Genau, Interface haben wir ein paar nette Sachen. Namensplaketten anzeigen. Ja, das heißt, ihr sagt mir auch nur die Namensplaketten, wenn ich jetzt hier jetzt am Kampf bin. Ja, ich kann das hier anzeigen lassen als dauerhaft. Ich kann die Namensplakette selber aber nicht einstellen. Große Namensplaketten wäre das Ganze etwas dicker. Muss allerdings sagen, bei einer Instanzgruppe, wenn man natürlich relativ viele Gegner hat, überlappt das Ganze und das sieht dann ein bisschen scheußlich aus. Deswegen habe ich da hier die Standard Sachen drin. Feindliche Einheiten, Diener, trivial. Das heißt, geringe Gegner, sagen wir mal jetzt ins Level mit 60 oder 70 ins Startgebiet gehen, dann werden die auch nochmal angezeigt. Verbündete Spieler könnte man anzeigen, Diener brauche ich alles nicht. Aufblitz bei Bedrohungsverlust, das heißt, wir haben dann zum Beispiel auch nochmal Sachen hier drin. Wenn wir hier Agro verlieren, dann blinkt das Ganze oder blitzt es dann halt auf, dass wir wissen, oh, pass auf, da verlieren wir unser Agro. Muss ich dazu sagen, habe ich jetzt noch nicht getestet, weil ich eine ganze Zeit lang mit Blater gespielt habe und da sehe ich an den Namenspaketten, ob ich Agro verliere oder nicht. Das heißt, wenn ich grün habe, habe ich Agro, habe ich rot, habe ich keine Agro. Ja, in dem Fall sieht man das Ganze so. Überlappen oder stapeln, da muss man schon gucken, wie man das am liebsten hat. Also ich habe jetzt hier auf Stapeln geklickt, weil mir das besser gefällt, aber ansonsten muss man das selber wissen. Statustext, das ist quasi das hier einmal mit dem Fokus. Ja, ihr guckt euch aber, kann ich das hier verschieben, kann ich natürlich nicht verschieben. Kann ich hier den Statustext einfügen. Das heißt, numerischer Wert, wie viel Leben hat mein Gegner? 6000. Ja, oder ich möchte sagen, Prozentsatz, 100%. Beides wäre jetzt Prozentsatz und die Anzahl an Leben. Oder er sagt, ne, ich möchte gar nichts von haben. Das wäre quasi dieses nackige Interface. Ja, ohne alles. Wenn ihr mit der Maus drüber geht, seht ihr, wie viel Leben und wie viel Fokus oder Energie und Mana man dementsprechend hat. Ich habe das ganz gerne so, dass ich halt mir beides anzeigen lasse, weil das, was ihr hier einstellt, ist auch für den Boss-Fenster oder fürs Boss-Fenster nachher sehr wichtig, dass man das zum Beispiel drin hat. Schlachtzugsfenster, eintreffende Heilung, Ressourcenbalken, Bedrohungsmarkierung habe ich jetzt alles drin. Klassenfarben habe ich jetzt auch mit reingemacht. Begleiteranzeigen lasse ich jetzt weg, ist für mich uninteressant. Haupttank, Assistent-Tank anzeigen kann man natürlich machen. Für den Tank ist es natürlich ein bisschen wichtiger, denke ich. Schwächungszauber anzeigen und nur bannbare Schwächungszauber anzeigen wäre, glaube ich, auch nur für den Heiler interessant. Gesundheit anzeigen im Prozent. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal auf den Bearbeitungsmodus gehe, seht ihr, ich habe hier 100%. Und dann wird auch nur jetzt mein Charakter angezeigt, weil wir auch jetzt nur als Schurke gerade drin sind. Ansonsten könnte man auch verlorene Gesundheit anzeigen. Das heißt, jetzt zeigt dann halt nur die verlorene Gesundheit an. Das würde dann, okay, zeigt es natürlich in dem Fall nicht an. Würde dann auch ein bisschen anders dann aussehen. Oder wir sagten, nee, pass mal auf, ich möchte dann doch lieber die verbleibende Gesundheit haben oder gar nichts. Bei gar nichts habt ihr einfach so wie jetzt keine Anzeige dran. Ja, das kann man natürlich auch machen. Ist natürlich jedem selbst überlassen. Ansonsten Aktionsleisten. Könnt ihr euch hier noch sehr viele reinmachen. Könnt das Ganze natürlich dann auch einmal dementsprechend mit dem Bearbeitungsmodus verschieben. Das heißt, ihr könnt euch die Leisten hinpacken, wo ihr wollt. Rechtsklick drauf. Ich möchte das Ganze nicht horizontal. Ich möchte das Ganze vertikal haben. Ich möchte aber statt 12 möchte ich nur noch 6 Leisten haben. Und ich möchte das Ganze so ein bisschen spalten wie so ein Viereck. Ja, möchte das so ein bisschen haben, dass das halt so ein bisschen angepasst ist. Kann man natürlich auch mal machen. Leisten sichtbar verstecken. Das heißt, wenn ich die jetzt wahrscheinlich nicht nutze, wird diese quasi versteckt. Also so würde ich das jetzt denken oder so würde ich da jetzt mit regeln, beziehungsweise so würde ich das jetzt hinnehmen. Ich brauche nicht allzu viele Leisten. Leisten fixieren ist auch sehr wichtig, dass ihr die Leiste nicht einfach verschiebt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf euren Fähigkeiten klicken solltet. Ansonsten Zahlen für Abklingzeit anzeigen. Das heißt, wenn ihr hier gleich kämpfen, dann seht ihr die Abklingzeiten von diesen Fähigkeiten. Persönliche Ressourcenanzeige, Lebensbalken und das wollen wir nicht verbergen. Das zeige ich euch auch gleich. Dann habt ihr hier unten nochmal gleich, wo dieser Charakter zwischen ist, eine Anzeige von Ressourcen etc. Das nutze ich jetzt erstmal nur, weil ich noch nicht die ganzen Weak-Auren habe, die ich ganz gerne nutzen möchte, weil die einfach noch nicht up-to-date sind. Persönliche Abklingzeiten anzeigen, freundliche Stärkungszauber könnte man machen. Das wäre zum Beispiel ein Buff von einem Priester. Ja, der Ausdauer-Buff, deswegen kann man machen, muss man allerdings nicht unbedingt.
Charakter hervor, Rebehebung, Umreißkreis, also Umrisskreis oder halt beides oder Umrandung. Ja, das kann man natürlich auch dementsprechend einstellen. Das muss jeder dann selber wissen. Ich habe hier meistens Kreis und Umrandung drin. Ziel des Ziels ist quasi, wenn ich jetzt einen Gegner angreife, dann hat er mich als Ziel und ich sehe dann, wen er als Ziel hat. Bildschirm aufblinken bei niedriger Gesundheit hat bisher noch nicht funktioniert, komischerweise, weil ich meistens immer vorher tot bin. Alarmierung bei Kontrollverlusten, das heißt, wenn unser Charakter quasi Kontrolle verliert durch ein 4 oder sowas, dann wird das halt auch einmal angezeigt. Ansonsten eigene, ja, scrollende Kampftexte brauchen wir nicht unbedingt. Das ist halt nicht so wichtig. Das hier müsst ihr allerdings für jeden Charakter einzeln einstellen. Das wird nicht übernommen, leider. Das müsst ihr halt alles selber einstellen. Ansonsten Tastaturbelegung, beziehungsweise ihr könnt euch dann nochmal das Ganze einstellen mit dieser Leiste hier, mit den Zahlen. Ihr macht jetzt Rechtsklick drauf, könnt euch zum Beispiel auch diese Leistenanzeige wegklicken. Rollleiste verbergen, kann man natürlich machen. Oder wenn ihr sagt, ja, horizontal, vertikal, haben wir ja gerade gemacht. Schnelle Tastaturbelegung. Ihr macht das einmal fertig und dann habt ihr das für jeden Charakter eigentlich. Ja, das heißt, wenn ich euch jetzt mein Interface zur Verfügung stelle, kann es sein, dass ihr auch diese Einstellung habt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, ansonsten, was kann ich jetzt nicht verschieben? Nicht verschieben kann ich hier das mit der Tasche hier unten und rechts das Ganze und auch den EP-Balken kann ich nicht verschieben. Sind auch nochmal so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen stören, aber Maximallevel ist das Ganze weg, deswegen ist das nicht ganz so wild. Was ich jetzt auch nicht einstellen kann, ist quasi, dass ich bei dem Charakter hier, bei dem meinen hier Charakter als Ziel meine Buffs anzeige. Ich warte mal kurz, bis der Wolf weiter oben ist. Na, geh mal hoch. So, jetzt seht ihr hier, das ist meine Lebensanzeige und jetzt sehe ich hier zum Beispiel meine Buffs. Wenn ich jetzt hier, ja, sehe ich hier zum Beispiel meine Buffs, die ich jetzt gerade aktiv habe, meine Energieanzeige. Und hier habt ihr zum Beispiel das ausgegraut mit dem Rudelruf. Ja, da wisst ihr, okay, das kann ich nicht unterbrechen. Ja, hier sehen wir das Ganze nochmal, die Buffs. Und das war es im Endeffekt dann auch schon. Haben wir einmal kurz den Loot gesehen. Wenn ich jetzt ein Addon reinmache wie Plater, ist es so, dass es komischerweise dann nicht mehr funktioniert. Also ich würde mir wünschen, dass man sich das hier auch nochmal hier anzeigen lassen kann. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt da die nächsten Weak-Auren haben sollte, die ich haben möchte, werde ich das wahrscheinlich in der Mitte wieder ausstellen, weil dann habe ich die Weak-Aura nämlich, ich mache mal kurz das Fokus, ein kurzes Weg, habe ich die Weak-Aura genau hier in der Mitte. Deswegen ist das Ganze hier frei, das ist nachher für die Weak-Aura. So, jetzt logge ich einmal kurz um auf die anderen Charaktere, bevor ich es vergesse, was ich auch noch so als kleinen Kritikpunkt habe, ist quasi, wenn ich jetzt Sachen verkaufen möchte, kann ich das nicht mehr über diese Taste machen. Ich muss es jetzt natürlich immer selber machen. Das heißt, ich muss alles Rechtsklick anklicken, dann verkaufe ich das. Reparieren muss ich jetzt in dem Fall auch selber machen. So, wir loggen einmal um auf einen Schaman. Dann kann ich euch einmal kurz zeigen, wo ist das denn mit der Totemleiste, beziehungsweise wo werden denn meine Totems angezeigt, in dem Fall bei dem Charakter. Und dann zeige ich euch auch gleich zum Schluss meine restlichen Addons. Also, das ist jetzt mein Verstärker-Schamane. Das quasi ist eine Weak-Aura. Das, was ihr hier einmal komplett seht, da kann man auch mal die Talente nochmal sehen. Wenn ich jetzt hier meine Totems benutze, zum Beispiel F1, was habe ich jetzt noch an Totems? S3 schmeiße ich mal dahin, 8 schmeiße ich mal hin, 9 ist, glaube ich, ja, da seht ihr alle 4, dann habt ihr alle unter dieser Leiste eures Charakters. Das ist quasi die Totem-Leiste. Ja, da findet ihr das zum Beispiel. Ja, damit wir das auch einmal gesehen haben. Hier sehen wir dann zum Beispiel Plater. Ja, das ist jetzt quasi meine Plater-Standardeinstellung, die ich benutze. Jetzt muss ich kurz gucken, bei meinem Schaman habe ich jetzt hier zum Beispiel das Ganze eingestellt mit persönlicher Ressourcenanzeige, spezielle Ressourcenanzeige, persönliche Abklingzeiten anzeigen. Ansonsten das Verbergen möchte ich nicht, weil jetzt dürfte es nämlich eigentlich nicht funktionieren. Also nicht wundern, ich bin jetzt nicht allzu gut in dem Charakter spielen. Ich habe jetzt hier diesen Balken drin, aber ich sehe jetzt zum Beispiel meine Buffs nicht. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Buff habe, sehe ich das jetzt hier nicht. Zum Beispiel Waffe des Mahlstroms kann ich jetzt hier nicht sehen. Ja, weil ich nicht weiß, ob ich die jetzt aktiv habe oder nicht. Das würde ich mir halt ganz, ganz gerne wünschen, dass das halt zum Beispiel da drin ist. Da hat man gerade auch einmal das gesehen mit dem Blitzschlag, mit dem Zauberbalken. So, wir gehen aber kurz zurück und loggen dann einmal auf den Hexenmeister um, damit ich euch einmal zeigen kann, wie das Ganze mit Begleiter aussieht. Wo habe ich meinen Hexenmeister? Da ist er doch. Das ist jetzt quasi mein Hexenmeister. Da haben wir auch nochmal eine andere Plater-Version drin. Das ist quasi die ich vorher drin hatte. Und hier seht ihr meinen Begleiter. Das ist jetzt quasi mein Hexenmeister. Hier ist diese Einstellung für den Begleiter, beziehungsweise die Haltungsleiste für den Begleiter, die man hier auch dementsprechend nochmal ein bisschen einstellen kann. Ich könnte jetzt sagen, hier das Ganze ein bisschen verändern. Ja, kann das Ganze auch hier rüberschieben, so wie ich das Ganze haben möchte. Das ist halt nach jedem, also jeden Geschmack dann selber gerichtet. So, wir nehmen uns das Ganze als Ziel. Wir benutzen jetzt hier einmal Feuerbahn und ihr seht, das Ganze ist unterhalb des Begleiters. Und hier seht ihr dann nochmal die Zauberleiste. Ja, das ist jetzt quasi auch durch das, was ich jetzt gerade reingemacht habe. Mein Begleiter greift jetzt in dem Fall nicht an, weil er jetzt gerade auf Passiv steht.
muss das mal wieder irgendwie umstellen auf C7, dann sollte er gleich automatisch angreifen, tut er dementsprechend auch. Ja, und dann sieht das Ganze natürlich so aus. Hier habt ihr natürlich eure Zauber und Buffs, die ihr wirkt. Wie gesagt, was mir jetzt natürlich fehlt, ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gewisse Fähigkeiten habe, dass ich hier diese Buff-Anzeige drin habe, beziehungsweise es fehlt einem beim Begleiter halt auch nochmal, dass ich diese Buff-Anzeige drin habe bei dem Begleiter selber, beziehungsweise bei meinem Ziel hier. Ja, das fehlt mir dann zum Beispiel auch. Ja, im Großen und Ganzen war es das im Endeffekt. Jetzt gehen wir mal kurz zu den Addons selber, beziehungsweise wir fangen mit der Wieg-Aura einmal an. Wir haben... Achso, ich kann jetzt nicht, weil ich gerade am Kämpfen bin. Ja, da war was. Böser Begleiter. So, gehen wir einmal zurück und dann, ich will meine Wieg-Aura nicht, ne? Muss mal kurz reloggen. Ah, das ist so doof. So, jetzt sollte es aber eigentlich gehen. So, damit zum Beispiel, das ist das, was ich gerade gesagt habe, das Charakterfenster. Das ist quasi das hier mit Talenten und sowas. Das ist quasi das hier. Mikro-Color-Menü ist das hier unten. Ist ein bisschen in Farbe und das mit dem Cursor, mit der Maus, irgendwas ist quasi das, was ich jetzt hier an der Maus habe, das hier quasi, das ist halt die Wieg-Aura, die ich derzeit drin habe. Es könnten auch sein, dass noch ein paar mehr dazu kommen, das weiß ich allerdings noch nicht. Addons, Adsworth Autopilot ist ganz gut für Twinks, wenn ihr relativ schnell zügig leveln wollt und die, ich sag mal, die ganzen Texte nicht lesen wollt, sondern skippen wollt, da wäre das zum Beispiel gar nicht so schlecht. Dude, was machst du da? Hast du mich gerade? Okay. Auktionator ist ein Aktions-Addon, also fürs Aktionshaus. Be Quiet ist zum Beispiel das, was den entsprechenden Kopf hier, den ich jetzt hier oben habe, komplett stumm schaltet. Dann haben wir hier noch Bug Rapper und Bug Sack. Das heißt, wenn jetzt Addons wie jetzt aktuell mit 10.0 noch nicht funktionieren, gibt es Fehler. Er sagt mir das, ich kann dann hier gucken, okay, welchen Fehler habe ich jetzt gerade hier, welches Addon ist das, das kann ich dementsprechend deaktivieren. Deswegen sind zum Beispiel auch noch manche Addons deaktiviert, das sollte eigentlich nicht drin sein. Maps ist der Karte, was uns die komplette Karte aufdeckt, ohne dass wir schon mal da waren. Raid Tool ist quasi für Raids, da haben wir auch einmal hier diese... hier diese schöne Anzeige hier, wie zum Beispiel hier diesen Stern, dass ich den markieren kann hier. Warte, kann ich das irgendwo hinmachen? Soll ich da, wenn ich jetzt den hier anklicke, dass es zum Beispiel das Zeichen hat, oder wenn ich hier, pass auf, dann könnte ich das Ganze hier hinsetzen. Kann ich jetzt in dem Fall komischerweise nicht machen in dem Bearbeitungsmodus. Das hat zum Beispiel auch dieses Raid-Tool drin. Ansonsten, was haben wir sonst noch so? Mindmap Button Reborn, das ist quasi das schöne Ding. Das heißt, ich habe alle Sachen, die ich habe von den Addons, als lange Liste hier drin. Ja, das ist quasi alles. Das schöne Addon hier, das hilft uns, die passenden Upgrades zu finden für unsere Ausrüstung. Da steht jetzt hier in dem Fall mal die Waffe. Man sagt, sagt mir jetzt hier, pass mal auf, Dude, hier kriegst du 106% Verbesserung, wenn du diese Waffe ausrüstest. Natürlich ab einem gewissen GS-Wert sollte man natürlich schon gucken, da gibt es bestimmt auch andere Möglichkeiten. Lohnt es sich überhaupt, dieses Item zu tauschen, aber da spricht man schon von einem sehr hohen Niveau, was quasi mythisch Trading betrifft und dann halt wirklich das beste Slot natürlich nochmal zu verbessern, bei dem Charakter so ein paar Prozente mehr rauszukitzeln. Was haben wir noch? Plater ist quasi die Namensplakette. Das ist quasi die ich vorher drin hatte. Und die andere habt ihr ja gerade gesehen. Die Standardversion habt ihr ja auch schon gesehen. Ansonsten haben wir noch Postal. Postal ist ein Addon, wenn ich ganz gerne Post an Twinks verschicken möchte, brauche ich die Namen nicht eintippen, kann dann raussuchen bei dem Charakter. Und zack, ist das schon fertig. Safe Instance ist quasi ganz nett für Instanzen, also für Raids, Mythisch Plus, Weltbosse. Und solche Sachen, da kann man zum Beispiel sehen, wo war ich denn jetzt mit dem Charakter YY? Ach guck mal, da habe ich schon ID drauf, da habe ich jetzt den und den Key schon gemacht. Oder da war ich halt schon Raiden drin, oder mit Raid drin, da habe ich jetzt die ID bis den und dem Boss. Das wird euch quasi alles angezeigt in dem Addon. Wieg Aura kennt ihr, habe ich euch gerade gezeigt, da kann man verschiedene Sachen importieren. Auch zum Beispiel hier eine Klassenimport, das heißt Fähigkeiten, Abklingzeit, ohne dass ihr halt unten in diese Leiste gucken müsst. Da werden euch die Buffs angezeigt, wie lange habe ich jetzt zum Beispiel noch... einen Buff von Verbrennen zum Beispiel. Ja, wenn da gab es, glaube ich, irgendwo so einen Buff, den ich dann irgendwie nutzen konnte hier. Zauberzeit vom Verbrennen, ja, und wird dann halt verringert. Das ist halt ein Buff. Das wird man dann, auch wenn es in der Wieg-Aura eingestellt ist, auch nochmal angezeigt. Ansonsten haben wir hier Daily Boss Mode drin. Das ist quasi sowas wie Big Wix, nur ein bisschen anders. Und ansonsten haben wir hier noch Voice Pack. Das ist quasi... wo habe ich es jetzt hier? Shadowlands, habe ich hier irgendwo was, wo ich das einmal testen kann? Warnungen, also muss ich das auch einmal alles einstellen? Irgendwo konnte man noch so eine Testwarnung machen. Jetzt finde ich es gerade natürlich nicht, ne? Das ist wieder typisch.
Man kann das halt sich einstellen, dass man halt auch die Sachen angezeigt bekommt. Da startet Testbalken. Ja, hier kann man das natürlich anzeigen lassen. Testbar, die habe ich jetzt hier rübergeschoben. Und bei gewissen Sachen sagt er mir dann hier, pass auf, unterbrechen oder spotten. Ja, das kann man sich natürlich auch alles einstellen für den Charakter. Wie die Schlachtzugsbosse zum Beispiel. Hier, Weltbosse, Schloss Natria, sage ich jetzt mal hier, der erste Boss. Die Schrillschwinge. Das zum Beispiel mit dem Rauslaufen, das wird dann angesagt. Oder auch hier, wo habe ich es jetzt hier für den Krieger? Für den Tank ist jetzt, glaube ich, nicht drin. Da schöpfen der Biss, das ist, glaube ich, das. Sag mal schnell, für den Tank, glaube ich. Ja, zwei Stapel schöpfen auf dir. Oder das, was jetzt mit dem Ton gerade kommt. Das ist quasi nochmal so eine Hilfestellung, wenn man natürlich, ja, jetzt aber so ein bisschen Überblick verliert, dann sagt man, aha, okay, ich muss jetzt weglaufen, da kommt gleich eine Fähigkeit. Das sagt zum Beispiel dieses Addon an. Ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, alles durch. Wenn ich was vergessen habe, werde ich es bei Zeit nachreichen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Das Video ist doch ein bisschen länger geworden als erwartet. Und viel Spaß in World of Warcraft. Bis dahin. Ciao.